Hallo, ich bin Felix. Ich bin seit 9 Jahren am Standort Kamenz und arbeite aktuell als Betriebsingenieur für den Produktionsleiter der Accomotive. Der Standort Kamenz ist Teil des globalen Batterieproduktionsnetzwerkes. Wir produzieren an unserem Standort unter anderem die Lithium-Ionen-Batterien für den Smart EQ, die Plug-in-Hybrid-Modelle und den EQC. Für den EQC produzieren wir die Lithium-Ionen-Hochvolt-Batterie. Das ist das Herzstück des Fahrzeuges und die gucken wir uns jetzt an. Die Hochvolt-Lithium-Ionen-Batterie ist der zentrale Energiespeicher für den elektrischen Antrieb. Wir haben eine Nominalkapazität von 230 Amperestunden, 405 Volt Maximalspannung und einen Energieinhalt von über 80 Kilowattstunden. Die Batterie ist damit mehr als 4-mal so groß wie die Batterie für den Smart EQ. Die Batterie befindet sich am Fahrzeugboden zwischen Vorder- und Hinterachse und die 652 Kilo Gewicht sorgen für einen tiefen Schwerpunkt und entsprechend hohe Fahrdynamik. Wichtigste Komponente jeder Batterie ist die Zelle. In der Batterie für den EQC haben wir 384 Lithium-Ionen-Zellen verbaut. Die Zellen sind sowohl seriell als auch parallel miteinander verschaltet und gewährleisten so die Maximalspannung von 405 Volt. Die nächstgrößere Einheit ist das Zellmodul. Wir verbauen in Summe 6 Module, 4x72 Zellen, 2x48 Zellen. 2 Module befinden sich in der Front, 2 in der Mitte und dann noch einmal 2 übereinander am Heck der Batterie. Weitere Komponenten sind das Batteriemanagementsystem, sowohl zur Überwachung der Batterie als auch als Schnittstelle zum Fahrzeug. Als Besonderheit bei dieser Batterie haben wir 2 HV-Anschlüsse, einmal in der Front, einmal am Heck der Batterie. Das ermöglicht uns 2 Elektromotoren im Fahrzeug parallel, aber auch unabhängig voneinander zu betreiben. Von außen gut erkennbar, die Kühlmittelleitungen, jedes einzelne Modul wird aktiv flüssig gekühlt. Ziemlich dominant das Gehäuseunterteil. Die integrierten Crash-Strukturen reichen bis an das Modul, um im Fall eines Crashs die Module und auch die Zellen zu schützen. In Kamenz findet die Batteriemontage statt. Das heißt, alle Komponenten werden zur fertigen Batterie zusammengefügt. Wir unterscheiden im Batteriebau im Wesentlichen in 2 Fertigungsabschnitte. Zum einen das Frontend, in dem wir die einzelnen Zellen zu Modulen verschalten und anschließend im Backend gemeinsam mit allen anderen Komponenten zur fertigen Batterie montieren. Abschließend durchläuft die Batterie 2 wichtige Qualitätsprüfungen. Zum einen den Dichtheitstest, um sicherzustellen, dass die Batterie in jedem Fall dicht, vor allem gegen das Eindringen von Wasser ist. Und als letzten Schritt die End-of-Line-Prüfung, in der die Batterie noch einmal elektrisch verzonieren geprüft wird. Die fertige Batterie wird anschließend an die Logistik übergeben und geht auf direktem Weg nach Bremen, um im EQC verbaut zu werden.